Der nächste Kampf. Auf geht's. Ah ja, hier. Ich hoffe, Natti gerät hier nicht in Probleme. Wie wär's mit einem Rundflug? Rundflug? Okay. Dann mal los! Auf zum Herrenhaus. Zwei Frauen im Herrenhaus. So muss das. Das sollte ich untersuchen. Nati, hoppala. Bereit, Harlow zu erledigen? Ja, ich muss nur kurz. Hätte ich fast umgerannt. Halt dich raus, halt dich zurück. Bereit, Harlow zu erledigen? Ja, aber ich will Nati nicht verlieren. Ich bin bereit, Harlow ein für alle Mal zu erledigen. Was ist dein Plan? Mrs. Bickle hat eine Eule geschickt. Sie fragt, ob wir schon Glück bezüglich Harlow hatten. Sie meint, ein Freund beim Kap am Herrenhaus könnte Beweise haben. Aber sie hat uns gewarnt, dass wir uns unbedingt da raushalten sollen. Ganz genau. Harlow weiß, dass wir Archie gerettet haben. Und Mr. Rabe. Der Brief kam nicht von Mrs. Bickle, oder? Nein, ich glaube kaum. Harlow will uns eine Falle stellen. Aber jetzt sind wir im Vorteil. Wir können uns vorbereiten. Wir sind stärker als Harlow und er weiß das. Deshalb greift er zu dieser Trickserei. Wir müssen hin. Ich habe eine gute Nachricht. Sein Vorgesetzter ist tot, sein Chef. Bin tot, gut. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Super. Harlows Herrschaft endet heute. Das ist richtig. Vielleicht erstmal Harlow und Rukurt besiegen. Plan verraten. Ich habe schon eine Eule geschickt, dass wir einer Spur nachgehen, die Mrs. Bickle uns gegeben hat. Und dann steht der Kobold alleine da. Hast du Angst, sie sagt es deiner Mutter? Ja, aber dann ist es eben so. Ich will es nicht mehr verstecken. Meine Mutter muss verstehen, dass ich erst sicher vor den Erschwinderinnen bin, wenn alle es sind. Natti, halt dich zurück. Ich werde sie bis zum Ende verfolgen. Und ich denke, das weiß sie. Genau wie du. Ja, das stimmt. Sei wachsam. Harlow treibt sich bestimmt hier irgendwo herum. Ich spüre, er ist in der Nähe. Ich komme klar, Natti. Wo ist er? Ich weiß nicht. Du. Wir sollten uns umsehen. Finger weg von Natti. Passt auch mal. Natti. Was ist denn jetzt hier? Ich kenne deine Art. Bei mir könnt ihr das versuchen. Du könntest dich behaupten. Ich wusste, dass du noch. Mal weg von Natti. Oh.
von Nazi. Wenn sie es überleben. Ich hab ja fast aufs Nazi gefeuert. Hatten es verdient. Wie schade. So viel vergeudetes Potenzial. Ah, hallo. Kommt der die auch kleine Nazai Onai. Nicht wahr? Und da ist auch ihr Wiedersehen. Ihr zwei habt meine Geschäftspläne wirklich sehr oft durchkreuzt. Ein wahres Ein, Zauberspruch in die zu wenden. Ich muss euch fast Respekt zollen. Wart ihr anfangs nur nervtötend, seid ihr jetzt zum echten Problem geworden. Glücklicherweise bin ich dafür bekannt, Probleme zu lösen. Wehe dir. Das wird übel. Beiden Seiten. Genau das meinte ich wohl. Ey! Weg von Nazi. Was passiert den Leuten, die Nazi angreifen? Tauchte man an unterschiedlichen Stellen auf. Gut ausgewichen. Nein, nicht Nazi angreifen. Wo ist der? Na, komm du mir her. Wo ist der denn? Das ist ein bisschen unpraktisch. Oh, so gut. Oh Gott, nicht aber. Sache zwischen uns beiden. Was ist denn hier los? Es verliert hier aber jemand richtig.
Oh nein. Er ist leider noch nicht draufgegangen. Aber jetzt. Oh. Er steht noch. Wie das. Nazi, nein. Nein. Nazi! Nein! Nein! Nazi! Nicht Nazi! Du Hund! Ich habe es zweimal an ihm eingesetzt. Bist du sicher schon bereit für Besuch? Ja, Mutter. Ich fühle mich gut und bei diesem Besuch gleich noch besser. Also gut. Aber übernimm dich nicht, Nazai. Nein, Mutter. Im Rollstuhl sitzt sie jetzt. Es tut so gut, dich zu sehen. Schön, dass es dir so gut geht. Mir geht's besser, als es scheint. Ich bin nur hier, weil meine Mutter für alle Fälle darauf bestanden hat. Ich war erleichtert, als sie mir sagte, dass es dir gut geht. Ja, ganz, ganz genau, was hast du dir dabei gedacht, mitzukommen? Den hätte ich allein besiegen können. Zum Glück schmort jetzt in Azkaban. Das ist, wenn die Dementoren die Seele aussaugen, das ist... Nichts anderes hat er verdient. Was in aller Welt hat dich veranlasst, so etwas zu tun? Ich weiß es nicht, aber was blieb mir anderes übrig? Du warst in Gefahr. Tut mir leid. Es ist meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Was? Nein! Dich trifft keine Schuld. Als ich sah, wie Harlow seinen Zauberstab auf dich richtete. Hat sich entschieden, mich zu beschützen. Du hast dich dazu entschieden, mich zu beschützen. Ich tat, was ich tun musste, und ich würde es wieder tun. Musstest du nicht. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du verletzt wirst. Dann sollte ich mich nicht schuldig fühlen? Nein, natürlich nicht. Es gab nichts, was du... Oh. Herrje. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt erst erkenne. Mein Vater, er traf eine Entscheidung. Ganz instinktiv. Du trägst heute ebenso wenig Schuld an meinen Verletzungen, wie ich an dem Opfer, das mein Vater vor Jahren gebracht hat. Nach dem, was ich von ihm weiß, scheinst du viel von deinem Vater in dir zu haben. Das ist wirklich lieb von dir. Ich hoffe, du hast recht. Das war alles ein bisschen viel, nicht wahr? Harlow und den Rest von Rookwoods Bande zu Fall zu bringen. Doch wir haben es geschafft. Rookwood ist tot. Harlow ist auf dem Weg nach Azkaban und der Rest ist auf der Flucht. Manche von ihnen werden immer noch für ihre verlorene Sache kämpfen. Kobold kriegen wir auch noch. Aber Rookwoods Organisation ist zerbrochen. Alles ist jetzt sicherer wegen uns. Wegen dir. Danke, aber wir zwei sind doch einfach ein tolles Team. Du hast meine Zeit in Hogwarts noch viel mehr bereichert, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Danke. Ich glaube, deine Freundschaft ist eine der wichtigsten in meinem Leben. Danke, dass du es versuchst. Es tut immer gut, dich zu sehen. Nati, das ist echt wirklich... Das ist also... Die Gazelle der Vergeltung. Okay. Das hätte ich dem Spiel nicht verziehen, wenn er jetzt.
Nati jetzt gestorben wäre, das also nein. Das könnte er nicht mit mir machen. Kruze war schon schlimm genug. Revelio. Wo ist der Schlüssel hinlang geflogen? Hallo, Homura. Na toll. Wir müssen dringend mal wieder nach Hogsmeade. Vielleicht bringen uns die Quest, die nächste Quest mit Poppy dorthin. Ist doch irgendwo ein Schlüssel angeflogen. Wenn nicht alles täuscht, nach oben. Revelio. Drüben hinter der Wand. Alle Homura. Schöne Weihnachtsmusik hier. Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei, Krankenflügel. Anwesende Heilerin Schwester Noreen Bailey. Patientenname Tasmina McLagan. So nehmen wir das an. Alter 13. Notiz: Die Patientin ist ohne Kopf hereingestolpert gekommen. Nachdem wir alle Anwesenden in den Schlafsälen durchgezählt hatten, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei der Schülerin mit größter Wahrscheinlichkeit um Tasmina McLagan handelt. Trotz der offensichtlichen Kommunikationsprobleme war ich in der Lage festzustellen, dass das arme Mädchen an Verschwinditis leidet. Ich habe empfohlen, dass sie schnellstmöglich ins St. Mungo Hospital geschickt wird. Teilweise wegen der zeitkritischen Natur des Befunds. Teilweise, weil der fast kopflose Nick um mich herumschwebte und nicht aufhörte, neidisch darüber zu stöhnen, wie überaus glücklich sie sich doch schätzen könne. Die Irritation, die er bei mir verursacht hat, war enorm. Und wenn sich dieses Verhalten bei anderen kopflosen Schülern in Zukunft wiederholen sollte, habe ich keine andere Wahl, als den Schulleiter zu bitten, einzuschreiten. Nachtrag: Ich habe erfahren, dass die Patientin sich erholt und bald zurück im Schloss kehren wird. Unerkennbaren Grund scheint Nick mir nun aus dem Weg zu gehen. Man könnte meinen, dass möglicherweise fort eine ganze Weile wie ein Kleinkind zu schmollen. Sie hat sich davon erholt, den Kopf zu verlieren? Okay. Für einen Freund. Mach dich nicht lächerlich. Wenn ich versuche, in Zaubertränke aufmerksam zu wirken, scheint Sharp mich in Ruhe zu lassen. Das klappt. Revelio. Okay, wo ist dieser Schrank?
Ich glaube, ich schaue mal erstmal. Aufträge. Ich glaube, wir machen jetzt natürlich. Wir machen erstmal die Beziehungsquest und dann wird man nur zur Hauptquest. Die Verteidigung von Hogwarts kann warten. Revelio! Tut es auch immer sehr gut. Die Hauptquest, die war nicht immer sehr gut. Hier ist der Schlüssel nicht lang. Revelio. Aha. So, auf zum verbotenen Wald, würde ich sagen. Die langen Treppen hinunter. Den Weg haben wir ja auch in der Aufnahme freigeschaltet, nachdem wir das Schloss geöffnet haben. Dieses hier. So, los geht's, Caligo. Zu Poppy. Ein bisschen Tempo. Tief hinein in den verbotenen Wald. Die Zentauren-Story ist das. Genießen wir einfach mal diese Musik beim Fliegen. Fliegen. Durch die Bäume. Irgendwo parken hier. Nicht unbedingt hier, aber los. Aha. Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See, doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Mhm. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Sie ist aber unbeweglich. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Was mit seinem Kopf und seinem Hals Aber los? Der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig.
Der Himmel sagt uns, was kommt. Ach, Scheiße. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Das ist eine sehr wichtige Rolle. Ich kannte meine Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Das Animationsbudget. Vor vielen, vielen Monaten sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Mach noch eine größere Aufnahme. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte, fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. An einer Felswand der Steilhänge. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Bitte nein. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Wir schaffen das auch ohne dich. Das ist eine Poppy-Quest. Also das ist keine unwichtige Nebenquest. Das ist kein unwichtiger Charakter. Das ist... Okay. Geht die Quest noch weiter? Und hat man vergessen, die zu animieren, die Quest. Aha. Goldbauer. Kinder. Oh, nicht davon. Ein bisschen das Wasser fliegen. Und hier, Apfelkrampe. Solche Manöver machen es ein bisschen spannender. Oha. Verfehlt. Oha. Das Ziel liegt geradewegs voraus.
Füllt einen brennenden Diener, okay. Einfach unglaublich. Aufgaben. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Lassen wir ihn nicht warten. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer! Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Also auf der Karte sieht der besser aus. Das ist, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Also auf der Minikarte. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Ein paar Kniese. Selbst wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg. Naja. Wir werden sehen. Ich grüße euch. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht hier. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Ja. Wenn der Ross wieder in die Ruinen gelangst. Da sollte man vielleicht den Mondstein hineinlegen. Ich frage mich, ob die Säulen sich bewegen. Sollten sie eigentlich? Aha. Müssen wir richtig aus. Nicht schon wieder spinnen. Oh nö. Noch mehr von diesen Spinnen. Ist der Jammer von der Spinne? Sehr sinnvoll. Oh, ist die süß, die Kleine. Ich hoffe wirklich, das müssen wir nie wieder tun. Ja, hoffe ich auch. Nintendo. Eier einsammeln. Die könnten wertvoll werden. Für Tränke. So, wir lösen aber dieses Rätsel.